Ja, es ist der erste Tag der Best. Wie finden Sie die Best bisher? Best. I find them best. Ich finde es gut, dass diese Berufsweiterbildungsstudiummesse durchgeführt wird. Sie bietet Orientierungshilfe für alle und wenn man gerade weiß, welchen Stellenwert Bildung im dritten Jahrtausend einnimmt, dann ist das, glaube ich, die richtige Messe zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Zielgruppe. Was könnte man an der Bildung oder am Bildungssystem in Kärnten besser machen? Man kann immer verbessern. Bildung ist ein Prozess und nie etwas Statisches. Daher ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, die Durchlässigkeit der einzelnen Bildungssysteme auch in Richtung Berufsorientierung zu erweitern. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in Kärnten von Lehre mit Matura, Matura, Lehre nach Matura, aber auch Lehre mit Studium sehr breit gefächert Vorreiterpositionen in Österreich einnehmen. Wird die Bildung in Kärnten genug gefördert? Es kann immer mehr sein, aber ich glaube, wichtig ist, dass man das, was man einsetzt an Steuergeldern, so effektiv einsetzt, dass daraus der größte Nutzen entsteht. Sprich, dass wir die Zukunft des Landes, die in der Jugend dieses Landes liegt, entsprechend fördern. Sie haben sich sehr schon ein bisschen umgeschaut. Was gefällt Ihnen bisher am besten? Was sticht so ein bisschen heraus? Die Vielfalt. Ich habe gesehen, dass zwischen öffentlichen Institutionen auch viele Konzerne, Firmen da sind, die sich direkt an potenzielle zukünftige Arbeitskräfte oder Schnupperlehre oder auch Praktikantinnen und Praktikanten wenden. Das zeigt, dass die Best sich mehr und mehr etabliert und dass der Bereich Bildung in Kombination mit Beruf zu einem besonderen Stellenwert gerät. Danke. Danke Ihnen. Vielen Dank. Frau Landesrätin, es ist der erste Tag der Besten nach früher. Was gefällt Ihnen bisher am besten? Ja, mir hat es schon wirklich gut gefallen beim Hereinkommen. Es waren so viele junge Menschen, die schon draußen gewartet haben, aber die auch schon herinnen waren. Also das Interesse ist wirklich enorm. Und wenn du da hereinkommst, ich denke, das ist so eine Auswahl an Möglichkeiten. Das könnte möglicherweise sogar für die jungen Menschen fast zu viel an Auswahl sein, aber die Stände sind hochkarätig besetzt und ich glaube, da wird heute wirklich tolle Beratung stattfinden. Ja, die Bildung da in Kärnten ist bereits sehr gut, aber was könnte man noch verbessern? Ja, also wir bemühen uns gerade bei der Bildung immer alles zu bieten, was es gerade aktuell gibt. Zum Beispiel, ich bin für die Pflege zuständig. Wir haben uns in den letzten Jahren so verändert, auch was die Berufsbilder betrifft. Wir haben neue Berufsbilder geschaffen, einen ganz niederschwelligen Zugang geschaffen, dass man von einem Pflegeassistenten zu Pflegefachassistenten werden kann und dann aufgeschult zu diplomierter Fachkraft. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die Durchlässigkeit auch in den Berufsbildern zu haben, dass man niederschwellig anfangen kann und wenn es einem wirklich gut taugt, dass man noch mehr dazulernen kann und immer noch eine höhere Stufe dann erwerben kann. Wird die Bildung in Kärnten genug gefördert? Also wir bemühen uns, wirklich. Wir bemühen uns und wir setzen auch, das zeigt sich auch im Budget, in den Budgetzahlen, wir zeigen damit, dass wir die Bildung uns sehr, sehr ernst nehmen, weil es ist, wie wir sagen, unser wichtigster Rohstoff, sozusagen das Gold für die Zukunft. Und deshalb versuchen wir, alle Möglichkeiten in der Bildung anzubieten und ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Sie haben sich ja sehr schon ein bisschen umgeschaut da herinnen. Was sticht so ein bisschen heraus? Naja, ich bin ja heute auch als Gesundheitsreferentin da und dann stechen natürlich die Stände zum Gesundheitsberufen heraus. Heute ist die CABEC, unser größtes Unternehmen im Gesundheitsbereich, da dann mit ganz interessanten Aspekten auch, mit einem Intensivtransporter. Dann ist eine Ausbildung, die wir gerade haben, nämlich zum OTA, ein neues Berufsbild. Das ist der operationstechnische Assistent. Und das ist ein Berufsbild, das mir sehr gut gefällt. Du bist bei jeder Operation dabei und wirklich, die sind ja so spezifisch und immer moderner werden die Methoden. Da kann man, hat man wirklich einen schönen Beruf. Ergotherapeuten, Hebammen, Pflegeberufe, das sind natürlich die Berufe, die ich jetzt gleich am ersten Blick nennen kann. Sehr gut, vielen Dank. Warum sollt ihr auf die Bildungsmesse kommen? Was findet ihr da? Ganz viel Angebot, ganz viele Möglichkeiten und die Möglichkeit, sich seine Stecknadel zu finden in einer ganz großen Bildungslandschaft und damit den Bereich zu finden, wo man besonders talentiert ist, stärken kann, sich weiterbildet, einhängt und demnach mit ganz viel Engagement und Kompetenz sehr erfolgreich werden kann. Was finden Sie gut an der Bildung in Kärnten?
die Vielfalt. Wir leben in einem Bundesland, wo wir wirklich in allen Ausbildungsrichtungen Möglichkeiten haben. Wir natürlich auch immer schauen darauf, dass eine gewisse Durchlässigkeit gegeben ist, damit man auch, wenn einmal eine Entscheidung getroffen ist, das nicht lebenslang die Entscheidung sein muss, sondern dann auch in weiterer Folge Abänderungen möglich sein, weil es natürlich notwendig ist, dass wir uns alle in dem Rahmen bewegen, dass wir gerne und damit gut unsere Möglichkeiten ausschöpfen und unsere Talente einsetzen. Was könnte man am Bildungssystem in Kärnten besser machen? Auf die Best kommen und sich informieren über die vielen Möglichkeiten, die Tage wirklich nutzen, ernst nehmen, hinschauen und die Chance ergreifen, eine vielleicht lebensentscheidende Entscheidung hier an dem Wochenende zu treffen. Sie haben sich ja sehr schon ein bisschen umgeschaut an der Best. Was sticht besonders heraus? Was hat Ihnen bisher am besten gefallen? Also ich habe jetzt hereingehen dürfen und dann direkt zu Ihnen her, was mich sehr freut. Die Vielfalt ist es aber, die als erstes ins Auge sticht. Es ist die Vielfalt an Informationsmöglichkeit, die Vielfalt an Ausstellerinnen und Ausstellern, wo man wirklich kompetente Information bekommt, sich gut informieren kann und dementsprechend eben gut entscheiden kann. Vielen Dank, Herr Reichmann. Danke. Danke auch.